Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es um den ISP NUB von Thomas Fischel. Und zwar ist das hier so ein Standalone AVR-Programmer, also wo ich Mikrocontroller flashen kann. Und wozu man das Ding braucht und welchen Vorteil das hat und ja, wie man den konfiguriert, das will ich mal hier kurz in diesem Video zeigen. Bevor ich auf die Konfiguration von dem Teil komme, denn es ist einiges zu tun an dem Ding hier, will ich das mal kurz demonstrieren. Ich habe jetzt hier einen Mikrocontroller mit einer Leuchtdiode und hier habe ich einen 5-Volt-Regler mit der Batterie. Das heißt, ich habe jetzt hier nichts weiter dran und ich werde jetzt hier diesen ISP NUB mal hier anschließen. So. Und die Idee ist jetzt, dass ich sozusagen das Programm für diesen Controller von hier aus per Tastendruck übertrage. Und dazu schließe ich jetzt hier die Batterie mal mit an. Man sieht jetzt hier an dem ISP-NUB die blaue Leuchtdiode leuchtet, das ist Spannungsversorgung, die grüne ist bereit. Und ich habe einfach hier ein einfaches Programm genommen für den, wo eigentlich die Leuchtdiode blinkt. Im Moment sieht man, die Leuchtdiode blinkt nicht. Das heißt, dieser Zielcontroller, da ist nichts drauf, der ist leer. Und wenn ich jetzt hier die Taste drücke, dann wird geflasht. Und das funktioniert natürlich nicht. Doch, es funktioniert hier. Ja, die Leuchtdiode ist nicht richtig dran. So, jetzt sieht man hier, die Leuchtdiode blinkt. Das Programm wurde rüber geflasht von diesem ISP-NUB. Ich brauche jetzt also keinen normalen Programmieradapter hier, den man an PC anschließt. Ich brauche sowieso gar keinen PC mehr. Das hat natürlich Vorteile. Ein Nachteil, den ich jetzt sehe, sage ich mal, ist, dass man natürlich diesen ISP-NUB erstmal überhaupt konfigurieren muss und ein bisschen einstellen muss. Man muss die Software da hochladen, die man braucht. Für den, aber auch für diesen Controller, denn das ist ja auch noch ein Mikrocontroller. Und wie man das macht, da möchte ich einfach mal drauf eingehen. Ich bin mal hier auf der Seite von Thomas Fischel, das ist die Seite fischel.de, in dem Projekt ISP NUB, Standalone AVR In-System Programmer Module. Da sind eine Menge Informationen drauf. Was man natürlich als erstes braucht, ist diese Hardware hier in irgendeiner Form. Ich habe jetzt hier in meinem Fall eine eigene Hardware mir gemacht oder herstellen lassen, hier in dieser Form, weil ich die für eine bestimmte Anwendung brauche im Prinzip. So sieht die Platine aus. Ist aber ansonsten genau das Gleiche, ist die gleiche Hardware an sich. Und man muss ein paar Sachen hier runterladen, beziehungsweise sollte sich das auch mal alles ein bisschen durchlesen, was hier so einzustellen ist. Und dann kann es eigentlich losgehen. Man braucht auf jeden Fall hier diese ISP NUB Creator Jar, diese Datei. Dann braucht man eine Konfigurationsdatei. Da hat er hier diese Example ISP NUB. Die sieht man hier auf der linken Seite. Ich habe die Kamera leider etwas blöd eingestellt, aber ich komme gleich nochmal direkt darauf zu, was da so drin steht. Man braucht natürlich seinen Hex-File für den Zielcontroller. Das ist ganz wichtig. Und mit diesem Kommando, was hier steht, mit diesem java-jar und so weiter hier, da wird sozusagen mein Hex-File hier für diesen ATmega 1284 erzeugt. Und dieses File muss ich natürlich hier auch flashen mit einem normalen, sag ich mal, USB-ASP-Adapter oder einem anderen Programmieradapter über einen PC. Und zwar steht hier auch nochmal in der nächsten Zeile, beziehungsweise hier in dem grauen Feld, wie man es macht. Da steht es nochmal drin. Und dann hat man den ISP NUB so eingerichtet, dass man nun per Tastendruck dann den Zielcontroller flashen kann. Es gibt auf der Seite noch weitere Hinweise. Hier ist dann auch nochmal der Download-Bereich hier. Dieses Jar-File, was man braucht, das muss man sich runterladen. Hier ist auch nochmal die Schaltung angegeben. Man kann auch hier dieses ISP-NUB kaufen. Also die Hardware, also die Leiterplatte, sage ich mal so, die Hardware, die Teile, die man dazu braucht, muss man sich woanders herholen. Und es gibt, wie gesagt, hier auch so ein Beispiel-Konfigurations-File. Und ich möchte jetzt einfach mal auf das eingehen, was ich jetzt hier verwendet habe. Ich habe hier in dem Fall ein AT Tiny 861 Mikrocontroller
mit diesem einfachen Blink-Programm und da zeige ich einfach mal, wie diese Konfigurationsdatei aussieht. So sieht hier meine Konfigurationsdatei für den ArtiTiny 861 aus. Das ist auch, wie gesagt, alles beschrieben auf der Seite von Thomas Fischel. Ich möchte mal einfach mal ein paar Sachen hier durchgehen, was da eigentlich drin steht. Also zum einen steht drin, mit welcher Geschwindigkeit er sich hier verbindet. In dem Fall hier mit 62,5 Kilohertz. Man kann das auch runterdrehen zu Anfang, falls man sich nicht sicher ist oder so, oder auch höher drehen. Also er connectet sich an den Controller. Und als erstes guckt er, was es eigentlich für ein Controller ist. Und zwar liest er hier im Prinzip mit SPI Verify das Signaturbyte aus oder die drei Signaturbytes. Das ist jetzt hier ein anderer Controller, sehe ich gerade. Das macht aber nichts. Also hier müsste man das praktisch anpassen nochmal. Und wenn er das gemacht hat, dann macht er ein Chip Erase hier. SPI Write, Chip Erase mit diesen 4 Bytes. Woher man die bekommt, zeige ich gleich auch nochmal, denn da muss man sich mit dem Datenblatt sehr stark auseinandersetzen. Als nächstes kann man hier einsetzen die Kommandos SPI Write und zwar für die Fuse Bits. Das ist ganz wichtig. Ich zeige das gleich nochmal anhand des Beispiels hier, sodass der Controller gleich seine Fuse Bits bekommt. Deswegen ist übrigens auch die Geschwindigkeit hier oben nicht gerade sehr hoch, weil er zu Anfang meist mit dem internen Clock oder RC-Oszillator arbeitet, sodass man da mit einer langsamen Geschwindigkeit erstmal rangehen muss. Dann werden die Fuse-Bits gesetzt, nämlich einmal hier das Low, das High und das Extended. Und er macht danach, nachdem er es geschrieben hat, auch gleich ein Verify. Er guckt also an der Adresse nach, ob dieses hier in dem Fall E2 gesetzt ist und hier das DF für das High Fuse und hier für das F9. Also hier setze ich das in dieser Zeile, nämlich auf E2, 0xE2. Hier überprüft das, ob es gesetzt wurde und bei den anderen beiden genauso. Weiter unten macht er nochmal ein Disconnect, weil er sich danach nämlich dann mit einer höheren Geschwindigkeit verbindet. Nämlich dann, wenn die Fuse-Bits gesetzt sind und der meinetwegen auf dem externen Kristall, also Quarz sozusagen, schwingt, dann kann man durchaus eine höhere Geschwindigkeit nehmen und dann kommt wieder ein Verify, nochmal, ob es der Controller ist. Hier in dem Fall ist es jetzt in dem Fall richtig, das hatte ich vorhin oben noch vergessen einzutragen. Ich muss natürlich das Signatur oder die drei Signaturbytes für den ArtiTiny 861 hier eintragen, also 1E, 93 und 0D. Dann erfolgt nochmal ein Chip Erase, das heißt, er löscht nochmal vorher das, was da drauf war, gegebenenfalls. Und dann macht er hier mit dem Flash Tiny 861 Hex. Das ist also die Hex-Datei, die man mittels ja, Software sozusagen erzeugt hat. Die flasht er dann auf den Zielcontroller und danach macht dann Disconnect. Mehr steht eigentlich hier erstmal nicht drin. Ich habe jetzt hier nochmal die Beispieldatei von dem Thomas Fischel aufgerufen. Diese Example.ISP-NAP, da stehen die Sachen nochmal drin für einen anderen Controller, hier in dem Fall für den ATmega 32A. Man sieht auch, man kann auch das EEPROM flashen, also praktisch in dem Bereich, wo das EEPROM liegt, die Sachen reinschreiben und dann hier eben Flash. Man kann auch Folgendes machen, hier unten steht es, ich werde das mal hier die Kamera runterstellen, sonst sieht man das so schlecht. Moment. Man kann hier noch einen Zähler mit einbauen, hier Deck Counter 100. Das ist ein Zähler, der rückwärts zählt nach jedem Flashvorgang. Das heißt, ich kann hier, wenn ich das drin hätte, nur 100 Mal diesen Flashvorgang machen und danach müsste praktisch hier der ISP-NAP nochmal neu geflasht werden. Also dieser hier, ne? Das hat natürlich auch eine Bewandtnis, dass man sagt, man möchte nur bestimmte Flash-Zyklen zulassen für einen bestimmten Controller und mehr nicht. Ich habe es jetzt bei mir in dem Fall nicht drin, weil ich das so erstmal nicht brauche. Ich habe jetzt hier nochmal aufgerufen meine Konfigurationsdatei und die Frage ist natürlich, wo bekomme ich eigentlich alle diese Informationen her? Also zum Beispiel SPI Verify 0x30 00 00 00 0x1e und so weiter. Da muss man ins Datenblatt gucken. Und da will ich auch noch mal kurz
durchgehen, was da so wichtig ist und wo das vor allem im Datenblatt zu finden ist. Als erstes habe ich ja eine Überprüfung der drei Signaturbytes und die sind zu finden unter Memory Programming Signaturbytes. Ich schwenke jetzt mal die Kamera auf das Datenblatt. Hier sieht man jetzt aus dem Datenblatt von dem ATtiny 861 im Bereich oder in dem Kapitel Memory Programming Signaturbyte im Prinzip hier die drei Bytes, nämlich 0x1e, 0x93 und 0x0DORA. Das sind also die Angaben, die dort in dem SPI Verify drin sind. Ich zeige das nochmal ganz kurz. Das sind also hier hinten diese Angaben, 0x1e, 93 und 0d. Und die Frage ist, wo kommt das jetzt her? Also wo kriegt man diese Informationen? Natürlich auch im Datenblatt. Und zwar unter Serial Downloading, Serial Programming Instruction Set. Wir haben ja hier beim SPI Verify 0x30 und dann der Rest ist 0. Und dann gehen wir mal kurz in das Serial Instruction Set rein. Und da sieht man hier, ich hoffe, ich kann das mal hier kurz zeigen, hier Signaturbyte. Das ist dieses 3.0 und dann kommt 0.0, 0.0, 0.0 und dann kommt dieses Databyte, also das, was eigentlich sein soll. Das ist nämlich das erste von der Adresse her gesehen und das ist ja hier oben zu sehen wiederum, nämlich die 0x1e. Auf der zweiten Adresse hier, nämlich die Adresse 1, ist 0x93, also muss dann sozusagen hier dieses Read Signature Byte, muss im Prinzip hier, sorry, ich muss mal ganz kurz hier Blatt gerade machen, muss im Prinzip genau das gleiche Kommando sein, nur dass am Ende hier steht 0x93. Das nächste Kommando, nachdem die Signaturbytes überprüft worden sind, ist dieses SPI Write, nämlich 0xac800000. Das ist Chip Erase. Auch hier kann ich das im Datenblatt erkennen. Auch unter Serial Downloading, wenn ich nämlich hier mal reingehe, dort Chip Erase, dann steht genau das da, nämlich AC800000. Und hier steht es eben auch. Also da muss man dann genau nachgucken. Und das unterscheidet sich eventuell auch von Controller zu Controller. Im nächsten Bereich hier in der Konfigurationsdatei werden ja die Fuse-Bits gesetzt, nämlich Low, High und Extended. Ich gehe mal einfach nur für das Low-Byte hier von den Fuse-Bits dazu rein. Und auch hier dieses SPI-Write wieder, 0xAC. 0xAC ist generell, wenn man sich das hier mal anschaut, die Programmierung ist eingeschaltet, also 0xAC, das erste Byte. Und als nächstes kommt dann Write Fuse Bits. Und wenn man jetzt hier mal unten guckt, wiederum im Datenblatt, da ist es auch Write Fuse Bits. Nämlich das erste ist AC und dann, also das hatte ich ja gerade, dann ist es A000 und das steht eben auch hier. Und dann kommt eben der Wert des Fuse Bits. So ist es bei den anderen Fuse Bits auch. Es wird dann nochmal ein Verify gemacht, nämlich bei 0x50. Und wenn man jetzt da mal reinguckt, hier in das Datenblatt, dann sieht man nämlich hier Read Fuse Bits. Da ist dann diese 50000 und das ist auch das, was dann hier steht. Und dann der Wert, der da ausgelesen werden soll, beziehungsweise überprüft werden soll, ob der dann hier in dem Fall E2 dann auch ist. Die restlichen Sachen von den Fuse, von dem High Fuse Bit und Extended ist genau das gleiche im Prinzip. Und wie gesagt, man muss da sehr genau im Datenblatt nachgucken und auch das mal vergleichen mit dem Beispiel, mit der Beispielkonfiguration von dem Thomas Fischel. Dann sieht man auch die Struktur, wie das hier ist. Muss man sehr sorgfältig natürlich machen, weil wenn hier ein Fehler auftritt, dann kann es durchaus sein, dass man den Controller gar nicht mehr erreicht. Und aber ich denke mal, wenn man da sehr gewissenhaft durchgeht, sollte es immer funktionieren. Im Anschluss daran macht dann Disconnect.
und connectet sich mit einer höheren Geschwindigkeit. Also hier kann es durchaus sein, dass man ja die Fuse-Bit so einstellt, dass er mit einem externen Quarz läuft, meinetwegen 16 MHz oder sowas. Dann kann man durchaus mit einer höheren Geschwindigkeit hier rangehen wieder. Er macht nochmal ein Verify von dem Signal, von den drei Signaturbytes. Und dann flasht er am Ende hier in dem Fall meine Tiny 861. Was auch noch wichtig ist, ist hier die Page Size. Die ist ebenfalls natürlich angegeben. Und zwar in Memory Programming Page Size. Ich halte es mal hier kurz hoch. Dort ist es auch nochmal angegeben mit 32 Words. Also 32 hier in dem Fall steht dort unten auch. Was ich verschwiegen habe bis jetzt, sind hier vorne die Semikolon. Die sozusagen sind Kommentare oder Kommentarmarker. Das heißt, alles, was jetzt hier in Semikolon ist, wird nicht ausgeführt. Das heißt, bei meinen Controllern, die ich hier habe, werden die Fuse-Bits nicht gesetzt. Und ich will das auch mal zeigen, was für einen Effekt das dann hat. Ich habe jetzt mal hier das Verzeichnis aufgerufen, wo meine Dateien stehen für diesen AT-Tiny 861. Also ich habe zum einen diese Hexdatei Tiny 861, das ist die Datei, die ja dieses Blinklicht sozusagen beinhaltet für diesen AT-Tiny 861. Dann habe ich dieses ISBNUB Creator Jar und ich habe hier dieses ISBNUB.conf, so habe ich die genannt. Es gibt noch eine andere Conf, nämlich die .fuses, die habe ich so genannt, weil hier noch die Fuses geändert werden. Ich hatte ja vorhin gesagt, bei mir in dem jetzigen Fall ist noch so, ich habe keine Änderung der Fuses, der Fuse-Bits, sodass, wenn jetzt ein Controller andere Fuse-Bits hat, dass das dann eben anders funktioniert. Das zeige ich gleich auch nochmal. Was man jetzt auch noch sieht, ist diese Tiny 861 ISPNUB.hex. Das ist jetzt die Hex-Datei für den AT-Mega 1286, diese hier. Denn der muss ja auch geflasht werden. Und man kann sich das vielleicht so vorstellen, man hat diese Hex-Datei hier und innerhalb dieser Hex-Datei ist wiederum diese Hex-Datei drin. Und mit der Software an sich und dem Tastendruck wird diese Hex-Datei auf den Zielcontroller geschoben. Man sieht auch sehr klar, dass für den AT-Tiny 1286 diese Hex-Datei sehr viel größer ist als die ursprüngliche, die hier. Ne? Also die ist ja 680 Byte groß und diesen ist irgendwie sehr, sehr, sehr viel größer. Und um jetzt praktisch auf dieser AT-Tiny 861 ISPNUB.hex zu kommen, muss man dieses Kommando ausführen, was bereits auch auf der Seite von Thomas Fischel beschrieben wurde. Das Kommando ist jetzt hier zu sehen, dieses java-jar ispnubcreator.jar. Dann kommt die Konfigurationsdatei, in meinem Fall ispnub.conf, und dann kommt die Zieldatei hier für diesen ISPNUB, also für diesen AT-Mega 1284 ist es ja. Und wenn ich das ausführe, dann kann er das im Moment nicht, weil da irgendwas nicht stimmt. Ach so, weil der Name hier nicht stimmt. Das ist V1.4, das muss ich noch kurz ändern. Moment. So, ich habe das hier geändert und dann sollte er eigentlich durchlaufen. Man sieht jetzt hier in der nächsten Zeile oder in der letzten Zeile hier, wie man jetzt den AT-Mega 1284 hier diesen Flash. Dazu braucht man natürlich jetzt einen normalen USB-Programmieradapter, das geht natürlich nicht anders. Und dann hat man den soweit, dass man den einfach nur noch an den Zielcontroller hier hält und mit dem Tastendruck da sein Blinkprogramm raufbringt. Ich hatte ja auch gesagt, bevor ich das nochmal gleich zeige, ich habe bei meiner ISPNUB.conf die Fuses nicht gesetzt. Und jetzt werde ich eine zweite Hexdatei für den AT-Mega 1284 machen, wo die auch mitgesetzt werden. Deswegen habe ich hier ein neues Kommando mal abgesetzt, und zwar mit der ispnub.conf.fuses. Dort habe ich die Kommentare weggenommen, sodass hier auch die Fuses weggenommen werden. Die Hexdatei habe ich noch ein bisschen umgenannt für den AT-Mega 1284. Ich führe das aus und kann also jetzt den AT-Mega 1284 auch nochmal so umprogrammieren, dass die Fuses für den Zielcontroller mitgesetzt werden. Hier ist ja nochmal das Beispiel von vorhin. Ich habe hier auch mal die Controller ein paar bezeichnet mit 1 und 2. Ich werde mal Folgendes machen. Ich werde mal kurz abklemmen und einen Controller mit der Nummer 1 einsetzen. Genau so rum, so ist wichtig, dass nicht, dass es da irgendwie qualmt. Dann
drücke ich jetzt die Taste. Schon ist er geflasht. So, das ist also die 1. Man merkt sich mal die Blinkfrequenz. Und jetzt nehme ich mal einen Controller, ist der gleiche Controller an sich. Genau das gleiche hier. Kurz mal geflasht. Und der blinkt schneller. Und der Grund sind einfach die Fuse-Bits. Die sind irgendwie anders eingelegt oder eingestellt, dass da irgendwie noch die Weider durch 8 oder sowas drin ist. Keine Ahnung. Ich werde es jetzt so machen. Ich werde hier die Hex-Datei so machen, dass auch die Fuse-Bits praktisch mit eingestellt werden, sodass nachher alle Controller dann auch mit der gleichen Blinkfrequenz sozusagen die Leuchtdiode zum Blinken bringen. So, um jetzt den ATmega 1284 zu flashen, brauche ich natürlich hier einen USB-Programmieradapter und ich muss vor allem darauf achten, dass hier diese Brücke gesetzt ist, und zwar ist es der Reset-Anschluss von dem, den brauche ich ja, und ich habe das jetzt hier nur so lose rangeklemmt, das müsste eigentlich passen, und ich kann jetzt dann den erstmal flashen, sodass nachher beim Zielcontroller auch die Fuses gesetzt werden. So, geflasht habe ich den, das hat auch alles funktioniert, ich ziehe den mal hier wieder ab, den brauche ich hier nicht, das nehme ich auch weg, auch die Brücke brauche ich hier nicht, die muss man abmachen. So, und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Aha, also die Nummer 2, da ist das Blinken jetzt genauso langsam wie bei der Nummer 1. Man sieht das ja hier. Jetzt klemme ich nochmal ab, jetzt nehme ich nochmal einen anderen, irgendeinen leeren. Ist richtig rum, muss ich erstmal gucken. Drücke also wieder, blinkt auch. Hier noch ein Hinweis, wenn hier die rote Leuchtdiode bei dem ISP-NAP leuchtet, dann ist entweder das Hex-File hat eine Macke, oder hier irgendwelche Anschlüsse, Versorgungsspannung haut nicht hin. Das hatte ich vorhin mal kurz gehabt beim Testen. Also wenn hier irgendwie Versorgung irgendwie nicht hundertprozentig ist, dann leuchtet eventuell die rote Leuchtdiode. Man sieht jetzt also hier einen Controller, der leer war, funktioniert genauso. Und jetzt nehme ich den meinetwegen mit der Nummer 1. Achso, ich glaube, den hatte ich schon. Oh, falsch rum. Mal schauen. Ja, der war schon. Man sieht, das ist die gleiche Geschwindigkeit. Den hatte ich schon. Hier ist noch eine Nummer 1. Und ich habe die deshalb markiert, weil die vorher. Ist auch falsch rum, sag mal. Weil die vorher mit dem andere Fuse-Bits gesetzt hatten. Das hatte ich dann so eingestellt, um das hier einfach mal zu zeigen. Jetzt passt das hier nicht. So, da ist noch gar nichts drauf. Da ist jetzt was drauf. Und man sieht, das geht doch ziemlich schnell. Ich komme gleich nochmal zu den Anwendungen, wo man sowas braucht. Hier auch gleiche Geschwindigkeit, obwohl das jetzt die Nummer 2 ist. Das heißt, die Fuse-Bits sind jetzt alle gleich. Die wurden mitgesetzt. Also die Frage ist jetzt natürlich, naja, wenn ich jetzt so einen Aufwand habe, hier überhaupt diesen USB-NAP oder ISP-NAP zu bauen, das lohnt sich ja eigentlich für einen Controller nicht. Das stimmt. Also wenn man jetzt nur einen Controller hat in irgendeinem Projekt, dann lohnt sich das überhaupt nicht. Aber man stelle sich vor, ich glaube, ich habe jetzt hier irgendwie 15 Controller hier rumzuliegen. Da. Dann könnte es vielleicht schon interessant werden. Weil man natürlich gar keinen PC mehr braucht. Man braucht natürlich hier in dem Fall noch eine Spannungsversorgung in irgendeiner Form, aber man stelle sich jetzt vor, dieses Ding ist in einem Gerät eingebaut und man muss da ein Firmware-Update machen und man hat nicht nur ein Gerät, sondern 100. Dann wird die Sache nämlich schon sehr viel effektiver. Man braucht keinen PC mehr. Man kann sozusagen auch das relativ einfach gestalten, dass man dort praktisch durch einen Tastendruck so ein Software-Update macht, und das geht dann rasend schnell. Also man braucht keinen Adapter mehr, keine Kabel mehr, kein PC, sondern nur das Ding hier. Man schaltet das Gerät ein, drückt die Taste und dann ist der Software-Update erledigt. Es gibt noch andere Standalone-Programmieradapter, zum Beispiel von Microchip. Die haben das so,
dass die Spannungsversorgung für den und auch nachher für den Zielcontroller über ein USB-Kabel und ein Netzteil gehen. Hier ist es so, die Spannungsversorgung kommt jetzt hier in dem Fall direkt von dem Gerät oder beziehungsweise von dem Controller, wo der da dran hängt. Also es macht nur Sinn, wenn man wirklich ein paar Stück hintereinander machen muss. Ich sag mal, ab 50 Stück lohnt sich das in jedem Fall, weil es erleichtert doch enorm die Arbeit. Ja, auch das war's mal wieder hier zu so einem Thema. Ich finde das Projekt nach wie vor wirklich gut, muss ich sagen. Auch wenn es jetzt schon etwas älter ist, ich glaube 7 Jahre alt ist es so, aber ich finde es einfach super gemacht. Es ist super einfach. Ich meine, ich habe die Platine hier machen lassen natürlich, dann gelötet. Wie gesagt, etwas aufwendig, aber es funktioniert alles und es ist wirklich ein klasse Projekt, finde ich. Ja, und das war's mal wieder. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.